Hallo Modellbaufreunde, ich bin's wieder, euer Chris und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Was machen wir heute? Worum geht's? Heute werden wir ein paar Sachen auspacken. Ja, als Titel ist zwar nur die Brushless Combo, ne, als Unboxing, aber wir packen heute noch mehr aus. Es geht nämlich um den. Genau, darum geht's, ne? Es geht um den hier. Und wir werden heute, auf jeden Fall werden wir die Brushless Combo einbauen. Wir werden Servo einbauen. Wir werden eine neue Funke einbauen. Und einen Akku. Und wir werden auch die Brushless Combo, werden wir auch, ja genau. Genau, das machen wir jetzt alles. Bevor ich wieder meinen Mund fusselig rede, werde ich kurz die Cam umstellen und dann bis gleich. So Freunde, was habe ich gekauft? Also erstmal die Brushless Combo. Die hier, ne? Das ist die Meteor und die ist mit 9 Turns. Ne? Mit 9 Turns ist die und ja, da gucken wir jetzt erstmal rein, bevor ich irgendwas anderes sage. Die habe ich gekauft und ja, der Motor hat 4350 kV. Auf der Verpackung steht was anderes. Ich denke mal, dass die Verpackung das ist die wahrscheinlich die gleiche Verpackung wie von genau wie von dem 13 Turns. Na, ist ganz egal. Fakt ist, der Motor hat Kraft, der hat richtig Kraft. Und der Motor und der Regler sind beide waterproof. Ja. Das ist gut, kann ich gebrauchen beim Shortcross. Ich denke, die Combo reicht auf jeden Fall für den Wagen. Ne? Besser als wenn ich jetzt mir was von Hobbygang gekauft hätte. Obwohl es ja auch gar nicht so schlechte gibt. Aber ich meine, für das Preis-Leistungs-Verhältnis kann man nicht meckern. Ne? Deswegen habe ich hier gekauft. Dazu noch eine Programmierkarte, damit ich das perfekt abstimmen kann. Dann habe ich noch ein Ladegerät. Dann habe ich mir noch geholt einen Akku von LRP 4800er. Der ist ganz gut, finde ich. Reicht auf jeden Fall aus. Also alles, was ihr hier seht, ne, das ist alles für den Shortcross. Ne, alles für den Shortcross. Und dann einmal noch hier die Funke. Ich habe die, glaube ich, schon mal ausgepackt. Ich glaube, da habe ich schon mal ein Unboxing sogar zu gemacht gehabt. Ja, die hat 3 Kanäle. Und ich denke, die reicht. Na, der reicht. Da können wir auch mal reingucken. Ja, die gleiche habe ich schon mal ausgepackt. Der eine und der andere kann sich daran erinnern. Ich finde, die ist okay, ne? Mit Drehrädchen. Optimal. Und das alles passt, finde ich, meiner Meinung nach, ne? Passt super gut zu dem Shortcross, ne? Von TNG. Da baue ich dann alles ein. Und dann werden wir auf jeden Fall auch damit rausgehen, ein bisschen fahren. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir heute rausgehen. Ja. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall in die Parkgarage gehen. Da machen wir dann so ein, zwei Runden, damit wir ungefähr ein Gefühl dafür bekommen, wie schnell und wie viel Kraft die Combo hat. Ja. Weil ich fahre die mit 2S. Ich denke, das reicht erstmal. Der Vorteil ist bei der Brushless Combo, könnt ihr auch gerne mal im Internet nachgucken. Die ist 3S-fähig. Na, die ist 3S-fähig und das ist ganz gut. Finde ich gut. Allerdings muss ich hier noch die Stecker löten.
Na, die muss ich noch verlöten. Das ist nämlich noch nicht hier gemacht. Aber ist nicht so schlimm. Na. Einen T-Stecker habe ich noch. Und die Kontakte. Die Goldstecker habe ich schon hier hinten. Ja, ich fange schon mal an. Na? Und beim Programmieren sehen wir uns dann wieder. Ne? Ja, bis gleich. Ja, Freunde, wie ihr sehen könnt und hören könnt, die Kiste läuft richtig geil. Und mir ist eins aufgefallen, also man könnte auf jeden Fall darauf schwören, dass es das gleiche ist, also das gleiche Set wie bei DF Models. Na, also auch die Programmierkarte, so wie der Motor, so wie die Töne vom Motor, wenn man den anmacht. Und die Programmierung, das ganze Setup an sich, na, ist genau wie bei dem DF Models Set, was ich habe. Und ja, das war auch ganz gut. Ich habe hier einen HPI-Servo eingebaut. Den LRP-Lipo habe ich noch nicht drin. Na, den muss ich erst aufladen. Ich habe erstmal einen 3600er NIM-Akku reingepackt. Ich denke, zum Einstellen reicht das erstmal. Die Kiste läuft und zwar ganz gut. Ja, hat Power, finde ich gut. Und die File-Safe-Einstellung muss ich noch einstellen. Ich denke, das werde ich nachher machen. Ja, wir machen das doch so. Wir gehen kurz in die Parkgarage. Ja, werden wir ein, zwei Runden fahren. Und dann sehen wir uns gleich nochmal hier wieder zurück. Ja? Genau. Bis gleich. So, Freunde, genau. Wir sind jetzt in der Parkgarage und ich habe doch jetzt den Lipo aufgeladen. Ich denke, damit geht er ganz gut ab. Ich bin damit noch gar nicht gefahren mit dem Wagen, ne? Kann man auch sehen. Ich bin echt gespannt, wie der abgeht. Mit 2S fahren wir jetzt und ja, auf geht's. Ja, der geht gut ab. Hätte ich nicht gedacht. Coole Kombo, gefällt mir. Allein schon vom Fühlen hier, nichts ist irgendwie heiß geworden. Nicht schlecht. Ja, Freunde, macht Spaß, auf jeden Fall sogar. Und jetzt werden wir nochmal gucken, wie ich das hier eingestellt habe. Das ist mir nämlich wichtig, dass ich das perfekt einstelle. Ich glaube, der muss so ran.
So, wollen wir mal gucken. Vorwärts, rückwärts. Jetzt sind wir hier bei Abschaltung bei 3 Volt. Hier haben wir vorwärts, rückwärts, genau. Das ist jetzt hier Fahrmodus. Das können wir auch so lassen. Motor-Timing. Ja. Das ist auf normal gestellt. Ist natürlich vorteilhaft mit so einer Programmierkarte. Kann ich jedem ans Herz legen. Ist einfach und geht schnell, wenn man mal ganz kurz das Setup ein bisschen verändern will. Am besten ist es sowieso, wenn man das beim Fahren macht. Ne? Also man drückt ein bisschen rum, so wie ihr es gern hättet. Und dann guckt ihr, ob der Wagen sich gut fahren lässt, ob die Bremse okay ist. Und ob alles stimmt, also insgesamt, ob ihr mit dem Anfahren des Fahrzeugs zufrieden seid. Das heißt, wenn die Geschwindigkeit am Ende kommen soll oder am Anfang, wenn er richtig Gas geben soll, das ist eure Sache. Ne? Jeder hat sowieso seinen eigenen Geschmack. Nur weil ich das da sage, heißt das nicht, dass es alle so machen. Ne? Ich finde es sowieso beim Drifter und beim ganz normalen, also beim Racer zum Beispiel, es ist ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Ne? Da kann man ein ganz anderes Setup einstellen. Und hier beim Short Course, ne, ist es sowieso wieder was ganz anderes, weil das ist ja ein Offroader. Ne? Aber ich werde den sowieso so einstellen, dass er am Anfang ziemlich viel Kraft hat, aber am Ende auch noch gute Geschwindigkeit hat. Aber ich will ja jetzt mit keine großen Rennen fahren. Ja. Leute, das ist ja auch kein Wettbewerbsfahrzeug. Ich will damit auch keine Events gewinnen. Ja. Das darf man ja nicht vergessen. Es gibt ja ganz andere Leute, die dafür richtig viel Geld ausgeben. So ein X-Ray, ne, kostet ja schon 500-600 Euro als Bausatz einzeln. Ne. Und dann müsst ihr noch die ganzen Teile dazu kaufen, die ganzen Komponenten, was da reinkommt. Okay, das mag für einen Wettbewerb okay sein, ne? Da wird man auch gesponsert und dann ist das so, da ist das ja, macht das auch mehr Spaß, ne? Aber so als Hobby, ne? Wenn man das so als für sich, für zu Hause nimmt, ne? So wie die meisten, dann soll das Spaß machen, ne? Und wir wollen ja keine Wettbewerbe gewinnen, ne? So sehe ich das. Ja, das hat echt Spaß gemacht heute und im nächsten Video werden wir die Karosserie lackieren. Darauf könnt ihr euch freuen. Ich werde mich auch freuen. Und zwar richtig. Dann ist der Wagen nämlich komplett fertig. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, in meinem Forum unter www.rc-chris.com. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Chris. Ciao. We'll be right back.